Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Online Open Stage in der Home Edition. Open Stage, die Show, in der viele Leute auf der Bühne machen, was sie gerne können würden. Die Show, zu der man geht, wenn andere einem gesagt haben, geh doch mal dahin, du kannst das. Wenn man glaubt, man kann irgendwas. Oder am Ende auch, wenn man vielleicht sogar wirklich was kann. Heute mit den Weltstars. Christian Frank Kühling, Fabio Esposito, Showbit, Shamrock, Erbe, dem Showorgler Rüdiger Frank und natürlich dem Enttäuschungskünstler Andreas Garitz. Bevor Sie nun die Show genießen können, habe ich aber noch eine wichtige Frage. Akzeptieren Sie diese Cookies? Dann kann es losgehen. Meine Damen und Herren, die Open Stage ist uns Erbe und Auftrag zugleich. Unterhaltung als Auftrag und auf der Bühne Erbe. Wir sind Erbe und der Song nennt sich Cross the Line. Words written on the wall, frowning faces following the call, empty spaces ripped off all that's good, young and old left misunderstood, and we stand between two worlds. So why do we pretend it's fine? We gotta cross the line, the line of the world. Christ on a chain. Humanity in classes, more's attracting more. Notes printed in masses, the poor will remain poor. If you stand and cry out, you can only be unheard. Peace is for the peaceless, the moral is absurd, and we stand between two worlds. So why do we pretend it's fine? We gotta cross the line, the line. So why do we pretend it's fine? We gotta cross the line.
gotta change. Rüdiger Frank, der Franz Lambert der Kirchenmusik, die Stimmungskanone, bekannt aus allen Aussegnungshallen der Stadt. Zauberei, das ist etwas, auf das sich nur wenige verstehen. Einen Hausschlüssel oder ein paar Socken verschwinden lassen, das kann ja jeder. Interessant wird es erst, wenn das absichtlich passiert und keiner weiß, wie es geht. Gute Zauberer können sowas und manche finden die Sachen hinterher sogar wieder. Das ist dann die Königsklasse. Liebe Leute, für uns jetzt hier auf der Bühne, Christian Frank Kühling. Thank you.
Rüdiger Frank, das städtische Friedhofswesen. Versteht man den Witz? Mit Irland verbinden mich drei Dinge ganz fest. Aber, Sophie Massot und Frikandeln. Dass ich mich so gut auskenne, liegt daran, dass ich schon 12-mal selber in Lüttich war. Und zwar nicht nur, um mir Ceausescus Palast anzuschauen. Shamrock. Thank you.
rail and the hail blow high and the snows come traveling through the sky. She did speed and devil pie, she got her own lead by and by. When she got her own then that, she won't bounce see till she got that. But they all come as they will, it's open moon is she lost still. Andreas, kriege ich eigentlich Gage diesmal? Weißt du, was das hier ist, Rüdiger? Das ist die Schere zwischen Arm und Reich. Wenn man in Augsburg Kultur macht, irgendwas mit Kultur zu tun hat und irgendwas plant, da kommt man an dem Mann hier überhaupt nicht vorbei. Der steht schon auf der Setliste, bevor die Veranstaltung überhaupt angedacht ist. Er ist vielseitiger als eine kubistische Vase, akrobatischer als Miley auf der Abrissbühne, lustiger als Trump auf einem Dreirad, italienischer als ein Stiefel und außerdem kann er noch ein viel längeres Gesicht machen als ein Pferd. Hier ist er! Fabio Esposito! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hinter an dem Bildschirm. Mein Name ist Luigi Sparwitzkova. Ich mache gerade eine ganz neue Show und hier bin ich auf einer Open Stage. Das bedeutet, hier kann man Sachen ausprobieren. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Figur. Und die suche ich jetzt hier mit euch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich genau spreche, ob ich vielleicht einfach bin, am Ossi bin oder was ich bin, ob ich bin Russe bin oder ob ich alles bin, ich Türke oder bin ich die kleine Italiener. Das werde ich herausfinden. Ich schaue mir dieses Video dann später zu Hause an und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Programm, das da heißt Hauptsache ich hab Spaß. Ich habe auch Spaß. Meine Damen und Herren, ich habe deutsche Wurzeln. Hier.
Ein Flachwitz, man nennt mich auch der Flachwitzer. Mann, und es geht gleich weiter. Zack, 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 pam, pam, pam. Ohne Pause, ich habe eine Bilderrätsel für euch dabei. Ich werde mich ein bisschen beeilen, weil ich habe 100 Tricks und ich werde diese ganzen 100 Tricks in 7 Minuten packen. Mehr Zeit habe ich einfach nicht auf dieser Open Stage, sonst wird es zu lang und ihr schaltet ab. Ein Bilderrätsel, was könnte das sein? Hä? Der hier, der hier, der hier. Ein kleiner Typ, es ist etwas mit Wissenschaft. Apropos Wissenschaft. So sieht es aus, wenn einer auf die Wiese schafft. Noch ein Flachwitz. Ich lache mich tot, meine Damen und Herren. Ja, jetzt kommen wir zurück zu diesem alten, krassen Rätsel. Das hier ist der Trump, also Arsch. Das ist Drohne, also Drohn. Das ist Omi, also Arsch, Drohn, Omi. Astronomie. Eine Scheiße vor den Herren. Dankeschön. Ich habe einen riesen Spaß. Ich lache mich innerlich kaputt. Meine Damen und Herren, ich, ob Sie glauben oder nicht, kann mit bloßen Gedanken Sache bewegen. Musik. Schöne Musik, oder? Achtung, mit bloßen Gedanken. Mit bloßen Gedanken Sachen bewegen. Ja, Leute, ich habe einfach einen großen Spaß. Was mal für einen Blödsinn. Ich könnte als nächstes, meine Damen und Herren, werde ich hier für Sie live und in Farbe Tiere imitieren. Und zwar ohne Geräusche und ohne Mimik. Ohne Geräusche und ohne Mimik. Ohne Geräusche und ohne Mimik. Ich mach's einfach. Mein erstes Tier. Ladies and Gentlemen, mein erstes Tier ohne Geräusche und ohne Mimik ist ein Pferd. Cavallo, weißt du? Pferd. Also nicht Pferd, sondern Pferd. Capito. Ohne Geräusche und ohne Mimik. So eine Scheiße. Einfach ohne Geräusche. Ich fress jedes Mal halber mein Perücke. Oh, ihr dürft gar nicht wissen, dass es ein Perücke ist. Das ist mein Echthaar. Ich wollte eigentlich einen Ventilator für den Wind. Ja, aber so ist es. In Corona-Zeiten kann man einen Ventilator nur mit Maske und dann bläst er nicht mehr. Wo ist der dritte? Egal, dann mal mit zwei. Ich jongliere jetzt mit 4 Bälle. Eine Hand mit 4 Bälle. Achtung und... Oh, beim nächsten Mal wünsche ich mir wenigstens so eine Automatik-Applaus einzuspielen, dass ich das Gefühl habe, es geht voll ab. Ich hoffe, ihr zu Hause vor euren Bildschirmen, ihr flippt völlig aus. Da klatscht der Kameramann, wollte klatschen. Er wollte klatschen. Er klatscht. Oh Gott, ist das laut. Mein Kopf platzt wie 1000 Leute. Was mache ich jetzt? Ich mache ein Puppenspiel. Jetzt war ich ein Puppenspiel. Ich habe hier eine Schlange. Das ist eine gefährliche Schlange. Das ist eine saugefährliche Schlange. Eine todbringende Schlange. Und hier habe ich einen Krasshüpfer, weil er so krass hüpfen kann. Wie jede Geschichte gibt es einen Anfang. Der fängt mit dem Anfang an. Die Schlange hat nur ein Bein und hüpft durch den Wald. Eine Scheiße. Meine Damen und Herren, ich brauche wieder Publikum. Ihr müsst mich retten. Die Schlange, der Krasshüpfer begegnen sich. Sie schauen sich ganz genau in die Augen. Hey, was bist denn du für eine? Ich bin eine todbringende Schlange. Ich kann dich zu Tode erschrecken. Nein, doch, nein, doch. Puh. Tot. Ich imitiere jetzt noch ein Tier. Ich werde jetzt einen Hund imitieren, ohne Geräusche und ohne Mimik.
Ein Hund, ohne Geräusch. Das dauert ein bisschen länger, bis das. Manche verstehen es gar nicht und manche lachen 5 Sekunden oder 1 Minute später. Ohne Geräusch und ohne Mimik. Ein Hund. Ja, der Kameramann hat es kapiert, der lacht, der ist auch ganz rot geworden schon. Meine Sparwitze. Mein Name ist Luigi Sparwitzlava. Hier, ich mache eine Zauberei. Ich habe auch noch nicht gezaubert. Achtung. Ui, ein krasser Typ. Was kann ich noch machen? Ich habe mir eh alles aufgeschrieben. Ich, ein Liebeslied. Mama, ein Liebeslied. Ganz schnell. I love you. Das war mein Liebeslied. Was können wir noch machen? Ein Kunststück. Ich brauche ein Kunststück. Hier, was Poetisches. Mach nochmal die Musik. Ich werde jetzt diesen Schnee in dieses Herz hineinzaubern. Da schneit's drin, oh, ich bin ja so ein krasser Typ. Meine Damen und Herren, zum Abschluss werde ich noch mit Bauch reden, ja. Hallo, wie geht's dir? Das war's von mir. Danke für euch hier live und in Farbe. Der große Magic Fabio Luigi Victor Buddy Murat Sparwitzlava. Dankeschön, Dankeschön. Ach, kommt gut durch die Zeit. Wir sehen uns wieder. Und zwar live und in Farbe. Arrivederci. An der Kinderorgel mit aufgemalten schwarzen Tasten, Rüdiger Frank. Meine 12-köpfige Redaktion könnte ich manchmal ohrfeigen. Sowas kann man nur ablesen. Zaubertricks mit eingelegten Gurken. Jonglagen mit Schuheinlagen. Singende Einlageberater. Das alles hatten wir ja schon hier. Aber jetzt haben wir jemanden, der macht Popmusik mit Rap-Einlagen. Was für ein irrer Gag. Showbit aus München. Verzeih mir, es tut mir so leid, yeah. Und all dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. Er hat Angst jeden Abend vor dem Bett, yeah. Vor den Schrammen und den Namen und dem Fettwerden. Denn die Stimmen kommen und er kann nicht weghören. Nicht mehr lang, bis er dann von den Sorgen schon geweckt wird. Er wäre gern stark für jeden, der ihn braucht. So wie ein Held, wenn die anderen sich nicht trauen. Er will so strahlen wie ein Licht aus dem Nichts, das die Welt so erhält. Man, er will so sehr, yeah. Doch immer wenn sein Blick sich senkt, spür ich, wie seine Wunden brennen. Und immer wenn sein Blick sich senkt, kann nur ich diese Angst erkennen. Oh, bitte verzeih mir, es tut mir so leid, yeah. Und all dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. Oh, bitte verzeih mir, es tut mir so leid, yeah. Oh, all dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. Oh, bitte verzeih mir, wieso war ich nicht bei dir? All dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht
sie nimmt seine Hand, lass uns frei sein. Wenn sie lacht, kann er manchmal sich selbst leiden. Doch er fragt sich, wie kann sie nur treu bleiben? Was hat er schon am Wert, wie kann er nur genug sein? Er will sie lieb, jeder Bruch seiner Haut. Nicht eine Träne soll sie jemals mehr bedauern. Auf jeden Schritt sie beschützen, sein Glück ist ihr glücklicher Blick. Mann, er braucht nicht mehr. Yeah. Doch im Moment am Blick sich senken, spür ich, wie seine Wunden brennen. Und im Moment am Blick sich senken, kann nur ich diesen Schmerz erkennen. Oh, bitte verzeih mir, es tut mir so leid, yeah. All dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. No, bitte verzeih mir, es tut mir so leid, yeah. Oh, all dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. No, bitte verzeih mir, wieso war ich nicht bei dir? All dieser Schmerz in deinem Herz, und ich war nicht bei dir. Wenn sein Blick sich senkt, und immer wenn sein Blick sich senkt. An der einzigen deutschen Orgel mit Warpcan, Lieutenant Rüdiger Frank. Wenn euer Telefon kaputt ist oder aber ihr nicht telefonieren könnt, weil ihr so eine total schlechte Verbindung zu Hause habt, dann hilft nur noch Trommeln und Rabatz schlagen, wenn ihr euch über weitere Entfernungen bemerkbar machen wollt. Neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist wahrscheinlich auch die Rockmusik so entstanden, denn man hatte festgestellt, dass man mit brachialen Lautstärken fragwürdige Emotionen sehr, sehr weit hinausblasen kann. Anfangs auch ohne Verstärker. Oft ging es dabei um die Verbreitung schmutziger Parolen oder peinlicher Heiratsavancen, die mit auffallend wenig Verstand, dafür aber möglichst breiter Streuwirkung herausgebrüllt wurden. Bis heute wirkt diese wilde und schlüpfrige Emotionsmixtur verheerend auf unsere Jugend. Erbe! Der Song nennt sich Keep Calm and Carry On. A moment when you feel like you were jailed. Every day when bad things become worse, a shoe loses its soul, you'll find a big hole in your purse. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. You have to have a darkness if you're waiting for the dawn. Keep calm and carry on. Thank you.
was a Friday, but you haven't been told. Your boss says you're fired, your car just will not start. You have no idea, but must talk about it. Keep calm and carry on, keep calm and carry on. You have never done this if you're waiting for the dawn. Keep calm and carry on, keep calm and carry on. In moments of stress, just sing a song. But they don't think about the tide. When you order a beer and got it put over your hand, when you tell someone a secret and have to see that it gets red. Keep calm and carry on, keep calm and carry on. You have to have a darkness if you're waiting for the dawn. Keep calm and carry on, keep calm and carry on. In moments of stress, just sing a song. Wie nach jeder Sitzung im Internet am Ende alle Cookies entfernen.